Hi Leute, heute kommt mein drittes, glaube ich, und vorerst letztes No-Poo-Update. Ich sage vorerst, denn ich werde auf jeden Fall in so 2-3 Monaten nochmal ein Update machen, ein weiteres, wie sich das so weiterentwickelt hat. Aber ich denke, für die 2-3-wöchigen Updates reicht es jetzt erstmal, weil sich jetzt nicht mehr so viel verändert in dieser Zeit. Aber ja, ich habe das letztes Mal ja schon gesagt, dass ich heute mit super fettigen Haaren auftauche, denn das ist ein Tag, bevor ich jetzt meine Haare wasche, also beziehungsweise morgen wasche ich sie. Heute habe ich meine Haare 6 Tage nicht gewaschen und ihr seht, wie mega fettig die sind. Also meine Haare, die fetten am Ende sehr, sehr arg. Wenn sie erstmal anfangen, dann werden sie richtig fettig. Also wie gesagt, sie fangen so am dritten, vierten Tag an zu fetten, meistens dritten Tag. Und dann geht's los und dann werden sie wirklich ordentlich fettig. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, weil ja meine eine liebe Abonnentin mir ja geschrieben hat, dass sie die Befürchtung hatte, dass bei ihrem No-Poo-Projekt, also wo sie die Haare nur mit Spülung gewaschen hat, dass ihre Haare zu fettig waren, dass die Spülung das vielleicht nicht rausgekriegt hat. Und das glaube ich nicht, denn wie ihr seht, meine Haare sind wirklich mega fettig, bevor ich sie wasche. Die fetten wirklich sehr, sehr stark. Ich versuche das auch so ein bisschen mit meiner Schweineborstenbürste runterzukämmen. Denn, auch wenn viele es vielleicht eklig finden, aber die körpereigenen Fette sind natürlich für die Haare mit das Allerbeste. Sie pflegen die Haare gut und ich versuche das in die Längen zu kämmen, damit das halt ein bisschen Pflege gibt. Natürlich, bei so krass fettigen Haaren kann ich die auch nicht mehr offen tragen oder viele Frisuren gehen einfach überhaupt nicht mehr. Ihr seht ja, ich habe meine Haare... Vielleicht ist mir das noch ein bisschen, meine Haare haben hier unten Wellen drin, weil ich geflochtene Zöpfe hatte. Wenn man die hier oben mit flechtet, dann sieht man wirklich kaum, dass die überhaupt fettig sind. Oder natürlich Beanies sind toll. Oder, was ich ja im Moment super gerne mache, sind meine 2 Messy Buns mit dem Pony. Und da ja die Spitzen der Pony sind und die Spitzen eigentlich nie fettig sind, sieht das immer sehr, sehr gut aus, weil man da überhaupt nicht sieht, dass die Haare fettig sind. Vielleicht sollte ich irgendwann mal ein Video machen, so Hairstyles für fettige Haare, damit das nicht so auffällt. Mal gucken, ob ich sowas mache. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir das in die Kommentare. Vielleicht mache ich das mal. Aber auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ihr seht das. Ich hoffe, das ist nicht super eklig für euch, aber ich denke, das ist ganz natürlich. Unsere Haare fetten nun mal. Sehen sie halt mega fettig aus schon am 6. Tag. Generell muss ich aber sagen, so das erste kleine Mini-Fazit jetzt nach diesen, ich glaube, jetzt mache ich das schon 2-3 Monate ungefähr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch mega begeistert. Ich werde das definitiv beibehalten. Bisher ist da absolut für mich überhaupt nichts Negatives dabei. Meine Haare fetten im Moment noch genauso wie vorher. Da hat sich leider noch nichts verändert. Deswegen hoffe ich, wenn ich in so 3 Monaten ein Update mache, dass ich da was berichten kann. Aber man weiß es nicht. Vielleicht verändert sich das auch gar nicht. Ist natürlich möglich. Aber auf jeden Fall, was ich für mich herausgefunden habe, was für mich einfach... Ja, der riesen Vorteil an diesem No-Poo Co-Washing-Teil ist einfach, dass sich die Directions super langsam rauswaschen. Dadurch, dass die Spülung halt nur ganz, ganz wenig Tenside hat, nimmt sie halt die Haarfarbe einfach nicht raus, beziehungsweise ganz wenig. Also früher, wenn ich mit Shampoo gewaschen habe, und ich habe meine Haare ja schon immer mit sehr, sehr mildem Shampoo gewaschen, ist trotzdem immer mal ordentlich türkisgrün rausgeflossen. Das Wasser war wirklich richtig blaugrün. Und jetzt ist das nur vielleicht leicht getönt. Also wirklich ganz minimal nur. Das ist für mich ein Riesenvorteil, da ich ja die Haarfarbe behalten möchte. Das ist meine absolute Lieblingshaarfarbe und ich denke, die werde ich jahrelang jetzt behalten. Deshalb ist das für mich ein großer Vorteil, dass ich die Directions einfach nicht so oft nachtönen muss. Eigentlich muss ich das nur alle 4 bis 6 Wochen machen, wenn ich halt meinen Ansatz blondiere. Ansonsten töne ich gar nicht mehr nach zwischendrin, sonst musste ich ja so... alle 2-3 Wochen mal nachtönen, weil die sich so doll rausgewaschen haben. Jetzt im Prinzip nur, wenn ich die Haare blondiere, also den Ansatz natürlich nur. Was für mich einfach der allergrößte Vorteil ist. Dann natürlich, dass meine Haare überhaupt nicht mehr elektrisch sind. Das finde ich auch ganz, ganz klasse. Das ist gerade im Winter bei mir immer sehr stark der Fall gewesen. Ich sah aus, als wenn ich eine Steckdose gefasst habe nach dem Haarecamp. Deswegen ist das schon mal auch super, super genial. Meine Kopfhaut hat sich definitiv schon zum Besseren gewendet. Natürlich auch wegen dem super Teebaumöl. Die Schuppen sind noch nicht ganz weg, aber deutlich reduziert. Also ich würde sagen, nicht mehr lang, sie sind ganz weg. Die juckende Kopfhaut ist so gut wie ganz weg. Da ist kaum noch irgendwas, dass ich mal juckende Kopfhaut habe. Also für mich hat das tatsächlich nur Vorteile gebracht. Ich habe nicht einen einzigen Nachteil, den ich von dem Co-Washing, also nur mit Spülung waschen, den ich da irgendwie rausziehen kann. Ich finde... Für mich hat es sich
echt gelohnt, dieses Experiment gemacht zu haben. Und ich mache es natürlich weiter. Wie gesagt, das ist jetzt kein endgültiges Fazit, nur ich werde jetzt, denke ich, so in 3 Monaten das nächste Update machen, weil ich glaube, dass das eher da interessant ist, ob sich dann was in dem Fetten der Haare verändert hat, ob sie dann einfach nicht mehr so stark fetten. Ja, sagt mir mal, ob ihr das jetzt auch irgendwie noch länger ausprobiert habt. Wie sind eure Erfahrungen jetzt gewesen? Ich habe ja schon mit vielen von euch in den Kommentaren geschrieben, was mich ja immer super mega freut. Auf jeden Fall, viele von euch haben gesagt, dass es bei ihnen gar nicht funktioniert hat. Manche haben positive Sachen gesagt, also positive Erfahrungen gemacht. Und ja, ich finde es einfach mega interessant, dass es bei manchen wie bei mir so, so gut funktioniert und bei anderen halt überhaupt nicht. Deswegen schreibt mir gerne eure Erfahrungen. Ich hoffe sehr, dass meine No-Poo-Journey euch ein bisschen entertained hat und ein bisschen interessiert hat. Wie gesagt, sie ist noch nicht ganz vorbei, aber in 3 Monaten ungefähr werde ich denn mein nächstes Update machen und drückt mir die Daumen, dass die Haare vielleicht denn ein kleines bisschen weniger fetten. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye!